Kommen wir zu Stars aus Rheinland-Pfalz. Sie kamen, tanzten und siegten. 75 Tänzerinnen und Tänzer aus dem Kreis Altenkirchen im Westerwald. Die sahnten beim Dance World Cup 2013, der jetzt im englischen Brighton stattfand, etliche Preise ab. Die Truppe gehört zu den Besten der Welt und gleich ist ein Teil von ihnen zu Gast hier in der Landesschau Rheinland-Pfalz. Russische Tänze im Westerwald. Die Altenkirchener Tanzschule Let's Dance punktet mit Folklore und tollen Kostümen, trotz Sommerhitze. Das ist sein Verdienst, Viktor Scherf, Chefchoreograf aus Russland. Seine Schüler trainieren hart, bis zu 5-mal die Woche. Nachwuchssorgen gibt es trotzdem nicht. Für viele ist das Tanzen Lebensinhalt geworden. Und auch das macht sie so erfolgreich. Gestern ist die Truppe von der Weltmeisterschaft in England zurückgekehrt. Im Gepäck 3 erste Plätze und viel Motivation für die Altenkirchener Talentschmiede. Und gestern Abend sind Sie erst spät nach Altenkirchen zurückgekommen. Heute sind Sie bei mir. Herzlich willkommen, Viktor Scherf, der Tanzlehrer. Und dann haben wir da die Jessica, die Elena, nein, die Ellen, den Arthur und hier bei mir ist der Alexander. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ganz schön abgesahnt. Jetzt in Brighton einige Preise, wie man hier sieht, mitgebracht. Seid ihr müde im Moment? Alexander, du bist der Jüngste. Wie geht's dir denn nach dieser anstrengenden Woche? Eigentlich sehr gut. Mhm. Und euch Großen da drüben auch? Ja, wir sind ja gestern Abend angekommen. Da waren natürlich erst alle erschöpft, aber jetzt geht's. Herr Scherf, Sie sind am Dienstag nach Brighton geflogen, gefahren mit der ganzen Truppe. Was ist da als erstes passiert? Erzählen Sie uns ein bisschen was von dem Wettbewerb. Ja, passiert, wenn du kommst da an, wo sind viele Kinder, Erwachsene und du siehst tolle Tänzer. Erste, was passiert, natürlich die Gefühle, wir sind wieder da, bei der Weltmeisterschaft, wo siehst du und kennst ganz viele Leute, neue Tänzer. Mhm. In wie viel Kategorien wurden da insgesamt getanzt? Ich würde jetzt allgemein sagen, es waren 27 Länder mit 3000 Teilnehmern, im Prinzip alle Kategorien außer Standardtanz und Latein, das heißt und Ballett und Stepp und Folklore und so weiter. Und wo haben Sie jetzt so kräftig abgesahnt und die Jury überzeugt? Wir haben mit der internationalen Folklore das geschafft und ja, wir haben es 3-mal ersten Platz und plus noch den besten Preis für die beste Gruppe für Nationaltanz. Wahnsinn. Das haben wir auch geschafft. Was ist das für ein Gefühl? Arthur, du bist 16? 15? Ganz selten, dass ein 15-jähriger Junge tanzt. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so viele Preise absahnt? Also es ist natürlich ein sehr tolles Gefühl. Man weiß, man bereitet sich ein Jahr darauf vor und dann kommt man dahin und schafft wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist natürlich wundervoll, also das auf jeden Fall. Super, wir haben ja gerade schon so ein paar Bilder sehen dürfen, aber ihr beiden Mädels habt gesagt, ihr zeigt uns jetzt mal einfach spontan noch ein bisschen was. Ja, Ellen, magst du anfangen? Wir haben natürlich keine große Bühne hier, keinen großen Platz. Und Ellen wird abgelöst von Jessica. Wahnsinn, das sieht wirklich nicht mal leicht aus. Es ist tänzerisch, aber ich sehe es direkt an. Diesen Tanz würde ich in 3 Jahren noch nicht beherrschen. Wie lange müsst ihr üben und proben und trainieren, damit man das so hinkriegt? Mindestens 2-mal die Woche. Wie viele Stunden sind das dann? 3 Stunden. 3 Stunden. Und ich merke, ihr seid ein bisschen außer Atem. Es war ja jetzt nicht lange, aber es ist richtig, richtig anstrengend, oder? Ja. Viele Muskeln werden auch beansprucht und alles, die Körperhaltung zu halten, alles ist sehr, sehr stark. Jetzt sind da viele Tänzer und Tänzerinnen bei Ihnen in der Tanzschule. Wie wählen Sie das aus? Wer darf mit auf so einen Wettbewerb und wer nicht? Vielleicht ist das Ausnahme, Tanzschule Let's Dance, dass bei uns dürfen zum Wettbewerb alle Kinder mitfahren, wir wählen nicht aus. Das heißt, wenn eine Gruppe hat das geschafft, tolle Choreografie zu zeigen, dann dürfen sie auch seine Stärke probieren bei dem Wettbewerb. Das heißt, kleine, große, Erwachsene, dick und so weiter. Aber alle, wer hat Lust am Tanzen, dürfen alle mitmachen. Mhm. Alexander, mit 11 Jahren sowas zu tanzen, du tanzt schon seit 5 oder 6 Jahren? 5. Seit 5 Jahren. Was ist denn der Reiz für dich, Folklore-Tanz zu machen? Also, es ist interessant, weil man bei Folklore tanzen auch mehr Jungs als bei Jazz oder so.
Und da trifft man noch mehr Jungs und neue Freunde halt. Mhm. Und Arthur, bist du nicht schon manches Mal auch von Gleichaltrigen ein bisschen auf die Schippe genommen worden, dass du Folklore tanzt, dass du überhaupt tanzt? Also es gibt natürlich immer dieses Vorurteil, dass Jungs tanzen nie. Diese Jungs, die tanzen, die sind immer ein bisschen komisch oder sind vielleicht sogar, ja, also ich sag jetzt mal, homosexuell oder sowas. Aber ich habe einfach klargestellt, dass ich komme nicht von so einer Richtung. Mir gefällt das, und wer das nicht akzeptieren kann, der ist einfach nicht in meine Richtung. Ja, du bist schon richtig clever, weil da sind die ganzen hübschen Mädels, wie man sieht. Da ist man ja praktisch Hahn im Korb. Jetzt wart ihr fast eine Woche in Brighton. Hat man denn da eigentlich Kontakt zu diesen vielen anderen Gruppen? Oder ist da eher das Konkurrenzdenken so groß, dass man gar keinen Kontakt haben möchte? In jedem Fall muss ich ehrlich sagen, das ist so toll, wenn du siehst, die Kinder aus verschiedenen Ländern, die sind einfach zusammen, probieren. Wenn eine kann was Schönes machen, sofort sind sie dabei, gucken, probieren nachzumachen und so weiter. Und ja, das Konkurrenz ist nur auf die Bühne, aber nicht hinter Kulissen. Okay, und haben Sie denn da überhaupt Zeit, was von Brighton zu sehen? Oder ist man da tagelang wirklich mit dem Wettbewerb beschäftigt und sieht und hört gar nichts davon? Nee, wir waren schon ganz lange in Brighton. Wir haben alles gesehen. Es war voll schön. Ja. Jetzt sind so Reisen ja nicht ganz billig. Also Sie waren schon in Asien, Sie waren in Russland. Wie finanziert man denn sowas? Alles machen das die Eltern. Eltern und so Kleinigkeit noch. Bekannte und plus natürlich die Tanzschule nimmt auch seinen Teil davon. Okay. Was sind die nächsten Pläne? Gibt es schon welche oder gibt es jetzt einfach nur Sommerferien für euch? Erstmal nur Sommerferien. Ja, danach fängt alles wieder an. Und in den 6 Wochen müsst ihr jetzt auch nicht üben und nicht tanzen? Nein, nein. Und danach, welche Pläne gibt es dann? Nächster Wettbewerb. Und ja, natürlich, wir warten immer auf schöne Vorschläge, wenn einer hat oder andere möchte uns einladen zum interessanten Sachen, Projekt, wir sind immer dabei. Super. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt, mit welcher Freude ihr das macht und wie dieser Gruppenzusammenhalt ist. Und naja, gut, wenn man das hier sieht, da fällt einem ja sowieso nichts mehr ein. Haltet weiterhin die Folklore-Tanze und die Tradition aufrecht. Herzlichen Dank für euren Besuch und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Danke.